Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 38 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um Loki gehen und die germanische Götterwelt, die vorgestellt wird von Melvin Burgess in seinem neuen Roman Loki. Ein Roman, der im letzten Jahr auf Englisch herausgekommen ist und leider noch nicht auf Deutsch existiert, aber das wird sich in nächster Zukunft sicher ändern, denn sehr, sehr viele Bücher von Burgess sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Etwas zunächst zum Autor Melvin Burgess. Geboren wurde er 1954 in Sussex und ist eigentlich immer ein Jugendbuchautor gewesen, der zum ersten Mal nun ein Buch für Erwachsene geschrieben hat, eben das Buch Loki. Er lebt in Bristol, hat in Bristol gelebt, in London und eine Journalistenausbildung hinter sich gebracht. Und 1990 erschien sein erstes Jugendbuch, The Cry of the Wolf, nominiert für den Carnegie Medal in Literature, eine hohe Auszeichnung für Kinder- und Jugendbücher in englischer Sprache. Burgess behandelte immer schwierige Themen in seinen Jugendbüchern, wie Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit. Berühmt geworden ist sein Buch Junk, 1996, 1999 dann auf Deutsch erschienen, das 1997, also schon ein Jahr nach seiner Erscheinung, den Guardian Children's Fiction Award und Carnegie Medal bekommen hat, in dem es eben um Junkies geht, oder auch Bücher, in denen er mit einer auch queeren Sexualität oder besonderen Form von Sexualität sich beschäftigt. Das ist das Buch Lady, My Life as a Bitch von 2001, in Deutsch 2003 erschienen, oder Doing It 2003, in Englisch 2004 in Deutsch erschienen. Einige von Ihnen werden den Autor kennen als Drehbuchautor. Einer seiner Romane, der erst 2001 rausgekommen ist, aber bereits ein Jahr vorher verfilmt wurde, ist Billy Elliot, die Geschichte über einen Arbeiterjungen, der unbedingt Balletttänzer werden will. Ich denke, einige von Ihnen werden diesen sehr, sehr schönen Film gesehen haben. Nun hat Melvin Burgess ein Buch geschrieben, Loki. Im letzten Jahr ist es erschienen, sein erstes Erwachsenenbuch. Und man kann nur hoffen, dass es auch bald wieder ins Deutsche übersetzt wird. Und in diesem Buch erzählt der Trickstergott Loki nun sein Leben und das Leben der germanischen Götter, so wie wir es aus den Mythen der jüngeren und älteren Edda kennen. Es wird also vollkommen neu erzählt, eben aus seiner Perspektive. Und Loki ist nun ein ganz besonderer Gott, der gerade in der Gegenwart auch eine neue Wertschätzung bekommen hat. In Serien wie zum Beispiel Ragnarök, aber in vielen anderen Geschichten und Serien auch oder Filmen. Es ist ein Trickstergott. Loki ist der Gott, der alles durcheinander bringt, der nicht böse ist, sondern wenn es ihn nicht gäbe, würde die Götterwelt in einer ewigen Langeweile und Unveränderlichkeit bestehen bleiben. Und das wäre tödlich für diese Götterwelt. Er schafft es immer wieder, auch einen neuen Push hineinzubringen, alles durcheinander zu bringen, aber dadurch auch Neues und Gutes in diese Welt hineinzubringen. Trotz alledem hat er kein gutes Image. Loki ist ein Gestaltenwandler, einer, der sehr gut lügen kann.
Einer, der immer wieder die Götter austrickst und die Menschen austrickst. Und er ist nun wirklich eine Person, auf die man sich nicht verlassen kann. Wie gesagt, auch dadurch, dass er immer wieder neue Gestalten annehmen kann, kann er sich auch immer wieder in andere auf eine ganz besondere Art und Weise hineinversetzen. Und auf die Art und Weise kann dieser Gestaltenwandler auch aufgenommen werden in den Bereich queere Personen, Transgender, Verwandlungen von Männern in Frauen und wieder zurück, Frauen in Männer, hin und her. Und genau das ist dann auch die sehr überraschende Wendung am Schluss dieses Buches. Wir haben ja gesehen, dass Mythen aus den polytheistischen Welten auch gerade im Hinblick auf Gestaltwandel, queere Personen, Transpersonen neue Beachtung finden. Das haben wir eben gesehen, zum Beispiel in dem Roman von Indra Das, The Devourers. Und auch hier geht es eben in diesem Roman darum, und Loki schildert nun aus seiner Sicht das Leben der Götter, wie sie entstanden ist, was man von ihnen erzählen kann. Und man erfährt nun die ganzen germanischen Götter, Mythen auf eine vollkommen neue Art und Weise. Die alten Mythen werden wieder erzählt. Me too. Myth and Epics told over and over, immer wieder neu. Und sie erhalten durch seine Schilderung neue Aspekte. Das Ganze ist sehr amüsant, sehr witzig. Man ruft sich alte Mythen, die alten germanischen Götter, Mythen in Erinnerung und schlägt sie dann nach, liest sie in der Edda nach oder in anderen Mythensammlungen, weil man so ganz diesem Gott eben nicht traut. Denn das, was er erzählt, ist doch so überraschend neu, dass man, und man weiß ja, er ist ein perfekter Lügner, dass man eben auch denkt, na, ich weiß nicht, ob man ihm so ganz trauen kann. Auf die Art und Weise werden eben diese nordischen Götter vorgestellt, wie man sie auch nicht kennt, oder wie es eben auch auf dem Umschlag heißt: The Norse Gods as you never seen them before. Die nordischen Götter, wie du sie noch nie gesehen hast. Das Buch ist wicked, visceral, transgressive. Und sehr, sehr frech erzählt, auch vielleicht für manche ein bisschen schockierend, auch nicht immer in einer sehr feinen Sprache gehen diese Geschichten einher. Aber es wird sozusagen die Entstehung der Welt und der Götter und der Menschen von Anfang an erzählt. Und das ist doch wieder sehr spannend, diese Mythen sich so vor Augen zu halten. Eben von der Erschaffung von Himmel und Erde, vom Anfang an, von Lokis Geburt mit einem Herzen aus Feuer in einem Baum, von seiner Ankunft in der Welt der Götter in Asgard als Außenseiter, wie er zu Odins ältestem Verbündeten wird. Er stellt die einzelnen Götter und Göttinnen in ihrem Charakter vor, ihre Abenteuer. Er schildert Odins Selbstopfer auf dem Weltenbaum und ganz zum Schluss eben die Ermordung des Liebesgottes, Fruchtbarkeitsgottes, des geliebten Gottes Baldur. Die Ermordung, die ja dann auch eben den drohenden Untergang der Welt hervorrufen wird, Ragnarök, wird auf die Art und Weise ausgelöst. Er schildert auch, wie Sleipnir entstanden ist, Odins Pferd, was es damit auf sich hat, nämlich unter anderem eben auch in die Verwandlung von Loki in eine Stute, die dann begattet wird und dann selbst ein Pferd zeugt.
Und das ist alles sehr frech, sehr amüsant geschildert. Er ist ein intriganter Gott. Er ist clever. Er ist viel zu schlau für diese Welt der göttlichen Superheroes, vor allem Thor, der Macho, der Protz, der Kraftmensch ist ihm nun wirklich nicht gewachsen. Lokis Welt ist eine Welt der intelligenten Wesen, ja, auch der aller Formen der sexuellen Liebe, nicht zuletzt seiner großen Liebe zu Baldur, dem schönen Lichtgott, dem Gott der Liebe und der Sonne, jenseits aller bürgerlichen Regeln und Gesetze der Mächtigen. Und Loki behauptet immer, die wahre Geschichte zu erzählen. Und alle anderen würden lügen, hätten ihn immer im schlechten Licht gezeigt. Aber ohne ihn wäre die Welt, die Götterwelt, nun wirklich nicht vorangegangen. Und da hat er ja auch in gewisser Hinsicht recht. Man hat ihn benutzt, man ruft ihn immer, wenn man ihn braucht. Aber kaum hat er alles wieder gerichtet durch seine Tricks, wird er ausgestoßen aus der schönen Welt der Götter und muss am Rand leben. Das ist nun wirklich ganz spannend und neu erzählt man, also wenn man sich für die germanischen Götter interessiert, dann sollte man wirklich dieses amüsante Buch lesen. Man darf sich natürlich nicht ganz, man muss auf einiges gefasst sein. Unter anderem muss man darauf gefasst sein, dass wir die Arschgeborenen sind. Wir Menschen, so erklärt uns Loki, wir sind aus dem Hintern ja, von einem Wesen gekrochen. Wir wurden aus Scheiße geformt und dann ins Leben gebracht. Und so nennt er uns in diesem Roman, immer wieder spricht er uns Menschen an, Arsborn. Mortals oder Arsborn, und er wendet sich auch direkt an uns und sagt, ihr müsst tätig werden, denn so wie die Götter mit euch umgehen, mit der Welt umgehen, so kann es nicht richtig sein. Die setzen Regeln auf, die sie dann selber brechen, und wir müssen uns von diesen Regeln befreien. So ist Loki dann eben auch der große Rebell, der sich gegen Gott eingerichtete Regeln stellt, zugunsten auch einer freien Liebe zum Beispiel. Ich lese Ihnen den Anfang vor. Es gibt ihn ja nur in englischer Fassung, aber ich versuche eben gleich ins Deutsche zu übersetzen. The arrival of Loki and the dawn of the Golden Age. Also die Ankunft von Loki und der Beginn des Lichtes, der Dämmerung im goldenen Zeitalter. Gib einem Hund einen schlechten Namen und dann hast du mich, denn es gab niemals irgendeinen Hund, dessen Name schlechter war als meiner. Ich bin eine schlechte Person, denke ich. Du wirst deine Verdächtigungen gegen mich haben und ich glaube auch nicht, dass ich dich ganz vom Gegenteil überzeugen werden könnte. Aber wie könnte es auch anders sein? In einem langen Leben habe ich viele Verbrechen begangen. Einige davon waren auch ziemlich ernst zu nehmen. Aber dann guck dir doch mal die da Götter da oben an, die Herren. Welcher Gott von denen hat das nicht auch getan? Aber hier bin ich, angekettet auf alle Ewigkeit, in einem Folter verfangen, während sie frei herumlaufen und mit ihren Verbrechen weitermachen. Die Wahrheit ist ein flüchtiger Begegner. Ein flüchtiger Gast.
Wir alle haben unsere Geheimnisse. Es ist unser Recht, Geheimnisse zu haben, meinen Sie nicht auch? Ich habe nicht die Absicht, Ihnen alles zu erzählen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sich lohnt, mir zuzuhören. Und dann erzählt er eben vom ersten, vom the first breath, vom ersten Atemzug, was geschehen ist. Und er sagt, wenn du mir zuhörst, es wird, dein Herzklopfen wird gar nicht mehr aufhören. So viel Spannendes habe ich dir zu erzählen. Und das ist dann auch tatsächlich der Fall. Es ist wirklich sehr amüsant geschrieben. Ich lese Ihnen noch eine Kurzfassung des Schlusses vor. Eben, er verliebt sich in Baldur, er geht eine sexuelle Beziehung ein, eine homoerotische Beziehung, und wird dafür bestraft. So, ihr du Sterblicher, jetzt da hast du's. Loki wurde nicht, ist nicht in seine Lügen versunken, wie sie oft immer von ihm behaupten, aber in der Wahrheit. Hier bin ich, angekettet, und hier muss ich bleiben, bis der große Licht-Sonnengott Surtr kommt und meine Folter beenden wird. Ich, unglücklicher Loki, ungeliebt, allein, verlassen, ohne Freunde. In Hel, also im Totenreich, hätte ich glücklich sein können, aber ich wurde aus Hel exiliert. Hat irgendjemand so an der Liebe gelitten wie ich? Jetzt weißt auch du, warum die Welt solche Folterqualen erleidet, von Tag zu Tag, auf Jahr zu Jahr, so viele Qualen, Kriege, Hunger, Armut, all das wird vollzogen im Namen der Götter. All das geschieht durch Tor und Tier, den am wenigsten wertvollen Göttergestalten unter uns, und die bleiben weiterhin an der Macht. Der große Gott der Geheimnisse, der allwissende Odin, ist geblendet durch sein zu vieles Wissen. Angerboda, die Göttin der Hoffnung, und Baldur, der Gott der Schönheit, leben jetzt in der Unterwelt. Ein Segen, den ihr haben werdet, ist der, dass ihr, obwohl ihr irgendwann sterben müsst, im Unterschied zu mir, armem Loki, werdet ein Leben haben, bei dem ihr das besser ist im Tod, weil ihr es mit anderen teilen könnt. Aber, Sterbliche, ich sage euch, das muss nicht so bleiben. Ihr seid ja erwachsen geworden, ihr Sterblichen. Ihr seid mehr geworden, als die Götter glaubten, dass ihr werden könntet. Ihr versteht nicht die Geheimnisse, aber mit den Gaben, die ihr euch erworben habt, seid ihr sehr weit gekommen. Ihr kennt Wissenschaften, ihr versteht, wie Dinge funktionieren, wie sie sich bewegen, wie sie Macht erhalten. Selbst die Götter können mit eurem Wissen nicht gleichziehen. Eines Tages werden sie erwachen und sich euch gegenüber sehen, wie ihr sie bedroht. Und dann wird es Krieg geben. Einen Krieg zwischen den Unsterblichen von Asgard und den Sterblichen von Midgard. Das wird ein Krieg sein, der alle Kriege beendet. Und glaubt mir, Sterbliche, nur Surtr kann eine Zerstörung bringen, die der euren gleich kommen wird. Dieser Tag wird sicher kommen, aber worauf wartet ihr? Sterbliche, lasst uns nun mal zur Sache kommen. Der arme Loki hat noch ein paar Tricks in seinem Ärmel.
mit denen er spielen kann. Und so zerrissen und gefoltert er auch erscheinen mag. Sterbliche, befreit mich, findet mich und befreit mich. Ich erwarte nicht, dass ich euer Führer werden soll, aber ich kann euch den Weg nach Asgard zeigen. Zusammen können wir eine bessere Welt machen. Sie sagen, dass am Ende aller Dinge die Tore zur Unterwelt offen stehen werden und dann wird Baldur der Schöne wieder herauskommen. Und ich kann euch sagen, das stimmt. Also, lasst uns nicht länger warten. Wir können das zusammen tun. Ragnarök wird Dämmerung für die Götter sein, also der Moment, in dem das Licht für die Götter untergehen wird. Aber es wird für euch den Aufstieg, euch Menschen den Aufstieg bedeuten. Wir können eine Welt machen von Schönheit und Liebe, statt einer Welt von Schmerzen und Krieg, wie sie jetzt existiert. Ich biete euch meine Dienste an, meine Führung, meine Tricks, meine Kenntnisse über die Götter und die Nein-Welten. Das Gesetz von Asgard muss enden. Allein sind wir schwach, zusammen sind wir stark. Alle Menschen in allen Welten sind müde vom Krieg, vom Gesetz der Mächtigen, vom Hammer von Thor, von der Blindheit von Odin und den Machenschaften von Tyr. Die Macht der alten Welt kombiniert mit der Wissenschaft der neuen. Wer könnte uns aufhalten? Wir können Asgard besiegen und ein neues Leben in die Welt bringen, selbst bis weit in die entferntesten Ecken hinein. So, Sterbliche, bringt Schönheit und Wahrheit, Liebe und Hoffnung zurück in diese hoffnungsvolle, hoffnungslose Welt. Sicher, ihr Arschgeborenen. Sicher, ihr solltet es einfach versuchen. Das ist das Ende der Geschichte, so der germanischen Götter, der nordischen Götter, so wie sie uns der Trickstergott Loki erzählt in diesem Buch, das nun wirklich sehr, sehr amüsant geschrieben ist. Melvyn Burgess, Loki, 2022 auf Englisch herausgekommen.